Dies ist ein zweites Video zu den ganzrationalen Funktionen und diesmal geht es um die Berechnung der Nullstellen. Das ist nämlich etwas komplexer bei ganzrationalen Funktionen, weil auch die Menge der ganzrationalen Funktionen so groß ist. Deswegen werde ich das auch über mehrere Videos verteilen. Hier ist mal ein erster Überblick, welche Methoden man so anwenden kann, und die einzelnen Methoden, um diese Nullstellen zu berechnen, findet ihr dann in separaten Videos. Erstmal nochmal ganz kurz vorweg. Nullstellenberechnung bedeutet, ich setze meine Funktionsgleichung gleich 0. Das heißt, an dieser Stelle würde ich jetzt 2x plus 3 gleich 0 setzen und müsste das dann nach x auflösen. Also nach x umformen, sage ich mal so. Das ist mein Ziel und das ist zum Beispiel hier an dieser Stelle ganz einfach. Das heißt, ich würde einfach das gleich 0 setzen, dann minus 3 rechnen und dann durch 2 teilen und schon wäre ich fertig. Ich würde also hier nach x direkt auflösen. Das heißt, bei allen Funktionen ersten Grades ist das total simpel. Das kann ich. So, hier habe ich Funktionen zweiten Grades. Auch Parabeln genannt oder quadratische Funktionen. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen kramt, dann erinnert man sich vielleicht, dass wenn ich so eine Funktion mit x hoch 2 hier drin gleich 0 setze und das nach x auflösen möchte, kann ich das nicht so einfach umformen, sondern dann muss ich das erstmal über die quadratische Ergänzung umformen. Oder ich rechne die Nullstellen mit der Fibonacci-Formel aus. Beides, zu beiden gibt es separate Videos. Beides solltet ihr beherrschen an dieser Stelle, denn alle weiteren Methoden, die sich hier auf Funktionen dritten Grades und höher beziehen, enden am Ende damit, dass man entweder die quadratische Ergänzung oder die PQ-Formel anwenden muss. Das heißt, das solltet ihr auf jeden Fall können, denn jetzt kommt noch ein bisschen mehr dazu. Und wenn ihr das nicht könnt, wäre es sinnvoll, an dieser Stelle das zuerst zu üben, bis ihr darin perfekt seid, und dann weiter zu gucken, wie man die Nullstellen von ganz rationalen Funktionen höheren Grades errechnet. Also ich sage mal dritten Grades und mehr. Da würde man entweder mit dem Horner-Schema rechnen, auch dazu gibt es ein separates Video, oder mit der Polynomdivision. Beide Methoden oder Ziel beider Methoden ist es, hier den Grad schrittweise zu verringern, sodass man irgendwann wieder auf quadratische Restfunktionen kommt, wo ich dann nämlich diese Formeln anwenden kann. Weil wenn ich Funktionen habe, die vom Grad her höher sind als quadratisch, habe ich halt nicht mehr so eine Formel oder irgendein mechanisches Verfahren, was ich anwenden kann. Deswegen muss ich sehen, dass ich diesen komplizierten Ausdruck hier vereinfache, sodass ich am Ende das hier anwenden kann. Das ist das Ziel des Horner-Schemas und auch der Polynomdivision. Dann gibt es noch zwei Tricks, sage ich mal, wo ich versuchen kann, bei bestimmten Funktionen entweder auszuklammern oder zu substituieren. Um mir so einen Vorteil zu verschaffen, sodass ich dann die Funktion einfacher berechnen kann. Das hier sind, ich sag mal, Tricks, die ich anwenden kann, um bei bestimmten Voraussetzungen, also die beiden Tricks kann ich nicht bei jeder Funktion anwenden, Horner-Schema und Polynomdivision auch nicht, die Einschränkungen sage ich gleich noch, aber die Funktionen müssen hier schon sehr speziell aussehen, damit ich das anwenden kann. Auch dazu gibt es separate Videos, schaut euch das genau an, wann ich diese Tricks anwenden kann, denn dann komme ich eventuell um diese doch recht komplexe Rechnung drumherum, und von daher lohnt es sich, die beiden Tricks zu kennen. Ich habe eigentlich noch eine fünfte Methode, denn auch das
Horner-Schema und die Polynomdivision kann ich eigentlich nur anwenden, sage ich mal, wenn ich einfache Nullstellen habe, am besten ganzzahlig. Weil bei beiden Methoden muss ich die erste Nullstelle raten und da kann man sich vorstellen, wenn die Nullstelle jetzt bei 3,756 liegt, dann dauert das ziemlich lange, bis ich die geraten habe und das macht dann keinen Sinn. Wenn ich also solche komplizierten Nullstellen habe, dann hilft mir nur noch so ein iteratives Verfahren, wo ich über eine Näherung versuche, Stück für Stück an die Nullstelle näher ranzukommen. Das ist allerdings eine Sache, die erst in der Oberstufe kommt. So, hier beschränken wir uns also im Folgenden auf das Horner-Schema oder die Polynomdivision. Eins von den beiden solltet ihr perfekt beherrschen. Ich sage gleich, Horner-Schema ist einfacher, aber wenn man die Polynomdivision beherrscht, versteht man auch das Horner-Schema vielleicht ein bisschen besser. Von daher lohnt es sich, beide mal anzugucken und dann eins vielleicht bis zur Perfektion wirklich zu können. Aber dazu mehr in separaten Videos. Also ihr findet ein separates Video zur quadratischen Ergänzung, zur PQ-Formel, zum Horner-Schema, zur Polynomdivision, wie man ausklammert bei bestimmten Funktionen unter bestimmten Voraussetzungen und wie man vielleicht geschickt substituieren kann. Eine Sache noch zu ganz rationalen Funktionen, zu der Nullstellenberechnung. Ganz wichtig, was an die Suche oder das Raten nach den Nullstellen erleichtert, ist, dass wenn es eine ganzzahlige Nullstelle gibt, sie immer ein Teiler des absoluten Terms sein muss. Also, wenn es eine ganzzahlige Nullstelle gibt, so ist sie ein Teiler von A0. Hier, das ist A0, der absolute Term. Und das würde in diesem Fall bedeuten, entweder sind die Nullstellen bei 1, bei 3 oder bei 5. Das erleichtert die Suche vielleicht ein wenig.